Hallihallo, meine Lieben. Heute mache ich den Prettiest Tag, wie ihr oben in der Überschrift erkennen könnt. Auf der Seite. Ich glaube auf der Seite, ich bin mir sicher. Auf jeden Fall mache ich den Prettiest Tag und ich habe mir die Fragen alle aufgeschrieben und werde sie jetzt beantworten. Also, erstens, Lieblingsfoundation oder Concealer? Also, ich benutze weder Foundation noch Concealer. Ich mache meistens nur Wimperntusche und Abdeckstift, aber ich überlege mir, Puder zuzulegen. Zweitens, Lieblings Peeling, Hautcreme oder Waschlotion? Das muss ich jetzt mal kurz holen. Also, ich nehme gerne das Clearasil-Waschgel beim Duschen, die Easy-Reinigungsmilch und das Clearasil-Gesichtswasser. Ja. Und als Waschlotion nehme ich, Entschuldigung, dass ich hin und her rennen muss, aber nehme ich immer von Isanna. Es ist jetzt schon relativ leer, es steht immer auf dem Kopf. Und es geht halt nur noch bis hier. Und da habe ich jetzt das Seiden mit Seidenextrakt von Isanna. Und ja, davon gibt es verschiedene mit Kokos, mit Aloe Vera. Jetzt habe ich das mit Seidenextrakt. Das ist ja immer unterschiedlich. Ich lege mich da nicht fest. Okay, Lieblingsnagellack. Da habe ich mehrere. Einmal von Basic. So ein beigen. Hautfarben ist eigentlich fast. Dann Nummer 14. Dann von Essence. Color and Go. Die Farbe What Do You Think? Von BU, so ein Crackline-Nagellack, eine Nummer 202 und von Kygo, vielleicht könnt ihr es ja sehen, kommt mal drauf an, der schimmert richtig. So ein Glitzerpartikeln drin, der ist von Kygo in der Nummer 270. So, Lieblingsmascara, ja, da habe ich. Ich weiß nicht, welche Mascara die nein, aber wenn, dann habe ich zwei. Dann habe ich nämlich von Essence die Multi-Action-Mascara. Und je nachdem, wie es Wetter ist, habe ich dann nochmal dieses Essence No Limits Volume Mascara Waterproof. Und nochmal, falls es, wie es Wetter wird. Und dann, falls man es als Mascara nehmen kann, die Eyebrow Mascara. Ja, dann Lieblings-Rouge-Puder oder Highlighter. Ich benutze keinen Puder, aber ich überlege mir eins anzulegen von Essence. Und Highlighter benutze ich auch. Ich habe Rouge, habe ich zwei. Einmal von P2 Feel Good. Die Farbe Sweet Rose 020. Und von Essence die Farbe 30 Secret It Girl. Lieblingspinsel. Da habe ich einmal den von Essence. Dann. Und diesen. Also. Wer ist denn das? Diesen Blender Brush und diesen Rouge Pinsel. Lieblingsparfüm. Also ich hatte mal ein Parfüm früher, das war von Olélie. Dieses. Das habe ich jetzt. Ich will das irgendwie nicht wegschmeißen. Es riecht irgendwie komisch, aber irgendwie finde ich es auch richtig gut. Und dann finde ich noch schön. Da war ich heute in der Drogerie und habe das gerochen. Das ist so cool, das ist von Beyoncé, dieses Rot-Orange, ne? Und von Puma. Das neue, dieses runde da. Das ist ja auch schön. Ja. Dann Lieblingslippenstift. Ich besitze keinen Lippenstift. Außer ein Faschingslippenstift in Lila. Aber meine Mutter hat hier einen von Revival de Loop. Die Nummer 46. Das ist so ein Rot. Den finde ich relativ gut. Dann, ich muss mich jetzt beeilen. Lieblingslipgloss, da habe ich hier von Claire Fischer einen mit Kirsche und Kirschöl. Der ist richtig gut, der riecht gut und so. Und pflegt auch. Dann Lieblingsaccessoire habe ich einmal diesen Schal. Und diese Kette, die ihr aus meinem Outfit of the Day kennt, von Taco. Ne, von Family ist die. Dann Lieblingshaarpflege. Also ich habe nur von Herbal Essences Strahlen sauber, dieses gegen fettige Haare. Ja, und wenn immer ein
wie ich gerade drauf bin, habe ich dann eine Spülung von meiner Mutter oder sowas. Dann Lieblings-Body-Lotion. Habe ich die von BB. Das war Body Milk, aber egal. Dann Lieblings-Duschgel. Ach, das hatte ich vorhin schon gezeigt. Ach, egal. Dann Lieblings-Eyeliner. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen Eyeliner. Nee. Ich habe jetzt nur einen von Essence, den aber ich nicht benutze. Dann Lieblings-Kaya. Also zu diesen Eyeliner habe ich auch noch diesen Pinsel hier. Aber ich habe noch keinen Gel-Eyeliner. Dann habe ich noch den Lieblings-Kajal. Habe ich diesen weißen von Essence. Dann Lieblingsbuch. Das habe ich nicht mehr gefunden, weil wir im Umzug sind. Da habe ich schon alles eingepackt. Das heißt, sie hat mich einfach mitgenommen. Das ist so eine Geschichte, wo so ein Mädchen entführt wurde und so. Und es ist richtig spannend. Das ist so rosa. Das ist von Gutton Maps. Müsst ihr mal gucken im Internet oder so. Dann Lieblingssong. Habe ich von Adele. Rolling in the Deep. Und von den Außenseitern findet ihr auf YouTube, könnt ihr eingeben, Außenseiter. Unser Leben ist Rock'n'Roll. Das finde ich so cool. Und von Adele, das da habe ich unten in die Kommentare reingeschrieben, ob ich euch das vielleicht mal singen soll oder sowas, weil ich singe richtig gerne und ich würde es auch für euch machen. Dein Lieblingsband, bin ich mir nicht sicher, ich höre eigentlich alles, was im Radio kommt. Dein Lieblingsfilm und Serie, also Film ist Frontalknutschen. Und sonst gucke ich auch Wiki und sowas, also ich gucke gerne Kinderfilme. Und Lieblingsspruch? Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, keinen Lieblingsspruch. Lieblingsspruch? Mir fällt kein Spruch ein. Ach, egal. Vielleicht fällt er mir noch ein. Ich schreibe mir in die Kommentare. Okay, das war's auch schon. Und ich tagge alle, die den Tag machen wollen. Sag ich mal so. Ja. Okay, meine Lieben, das war's schon. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.